Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar heute zeige ich euch eine Wärmebildkamera fürs Smartphone. Und wie das Ganze funktioniert und was man damit alles machen kann, zeige ich euch in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bevor wir nun die Verpackung öffnen, schauen wir uns mal die Kamera von außen an oder die Verpackung. Und zwar, es ist die Kamera der Firma Sieg, die Kompakt Pro Version. Es gibt da auch noch andere Versionen. Ich mache euch unten in die Videobeschreibung mal die Kauflinks rein, dann könnt ihr euch das selber anschauen. Was wichtig zu beachten ist, was habt ihr für ein Smartphone? Habt ihr Android? Dann braucht ihr die Android-Version. Für den Apple gibt es auch eine eigene Version. Dann schauen wir mal hier. Ah, da steht Designed and Manufactured in Santa Barbara, California. Das klingt jetzt auch sehr gut mit globalen Komponenten. Okay, man kann nicht alles vor Ort machen, aber wenn die, so wie sie es hier andeuten, sehr viel auch vor Ort montieren, ist das sicher eine tolle Sache. Dann das nächste. Was haben wir hier? Der Sensor hat 320x240 Pixel. Das erscheint einem jetzt in dem aktuellen Megapixel-Wahnsinn ein bisschen wenig, aber ihr werdet sehen, das ist relativ gut, um Wärme zu entdecken. Dann die Entfernungsmessung bis zu 550 Meter, das ist auch also richtig weit. Dann das Sichtfeld ist 32 Grad, kann ich jetzt gerade gar nichts dazu sagen, werden wir uns anschauen, wie das sich ansieht. Dann zuverlässig bei Tag und Nacht, klar, es geht nur um Wärmestrahlung, das heißt in der Nacht sehe ich genauso warme Objekte wie am Tag. Dann Erfassungsbereich minus 40 bis 330 Grad Celsius. Okay, das ist schon mal sehr gut. Da können wir in ziemlich großen Bereichen die Temperatur messen. Wir werden uns dann auch an einem Beispiel anschauen. Und wasserdichte Schutzhülle. Das klingt auch schon mal gut. Das heißt, da kann mir draußen nichts passieren. So, schauen wir mal, ist hier noch was? Nee, da steht nur Sieg noch. Dann machen wir das Teil mal raus aus dieser Umverpackung. Und hier, okay, da sind so Klebestreifen. Die mal schön auf. Und dann machen wir es mal raus. Na. Okay. Oh, das ist ja ganz süß und unspektakulär, wie man sieht. Da haben wir eine Umverpackung oder die Verpackung von diesem Teil. Jetzt schauen wir mal, wie geht denn das hier auf? Nicht, dass ich es gleich kaputt mache. Ah. Ja, so. Da ist ein Ring dazu dran und da ist die Kamera. Die ist ja richtig schnuckelig. Schaut euch das mal an von der Größe her. Ist echt nicht groß, gell? Also, wenn man das so denkt, ist eigentlich so groß wie mein Daumen, würde ich jetzt mal sagen. So groß wie mein Daumen, ja? Okay, und die können wir dann da so in die Verpackung reinmachen, oder? So. Und dann die da so geschützt drin. Ja, also die Verpackung, das glaube ich auch sofort, dass die wasserdicht ist. Die ist richtig robust. Warum haben sie da so einen Kleber drauf gemacht, dass das da gerade nicht zerkratzt? Gell? Okay, obwohl man verwendet das ja nicht, wenn es so in der Packung ist, weil da fehlt mir ja der Anschluss. Naja, gut, dann haben wir hier noch den Ring. Machen wir es nochmal auf. So. Nehmen Sie noch mal kurz raus, legen Sie da hin. Schauen wir mal, ist da unter der Verpackung noch was drin? Da so ein Welcome Guide. Da sieht man noch mal, aha, Connection to Smartphone, Get Started. So, und da sieht man auch schon ein erstes Beispiel, wo so gemessen wird. An einem Ofen könnte ich mir vorstellen. Dann hier, ah, das ist toll, seht ihr das? Das will ich bei mir jetzt auch sehen, und zwar, das ist die Fußbodenheizung.
ja, wo man schön sieht, wie die Schlaufen verlaufen. Ah, und da in dem Schaltkasten für Elektriker als Anwendung sieht man sofort, wenn irgendwo was sehr warm wird, sieht man hier, alles ist kalt, nur die eine Leitung ist warm, kann dann darauf hindeuten, dass da die Verbindung ein bisschen schlecht ist einfach. Und da sieht man auch jemanden, der da an der um die Ecke guckt. Ja, dann schauen wir nochmal, was da hinten noch ist. Da ist eigentlich jetzt, was haben wir hier? Ah, hier, ich denke, das müsste so ein Ofenrohr sein, wo es von dem Ofen weggeht vielleicht. Könnte auch ein Abflussrohr sein. Was sieht man hier? Da ist auch was. Da ist, ich denke, auch ein elektrisches Bauteil. Ich glaube, das sind Sicherungen. Die sind nur wir nicht so gewohnt oder ich so nicht gewohnt vom Aussehen. Da sieht man es auch, wie es dran ist. Ja. Toll. Okay, jetzt müssen wir als erstes mal schauen, wie kriegen wir das Teil ans Smartphone dran. So, und zwar mein Android-Smartphone, aber ich habe hier ein Riesenthema, weil, seht ihr, ich habe USB-C und das ist ein Micro-USB. Das heißt, so geht das nicht rein. Aber es gibt sowas wie USB-C auf Micro-USB-Adapter. Die sehen dann so aus, seht ihr? Und da können wir das Ganze dann jetzt richtig so anstecken. Einmal so und einmal so. Und das Tolle ist, so ist es natürlich ein bisschen sinnlos, weil ich will ja weg von mir zeigen. Das heißt, ich drehe das Ding so um und habe dann hier meine Kamera und kann da dann schön im Prinzip mir das so anschauen. Und jetzt werde ich mal die ganze App dazu installieren und dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze funktioniert. So, jetzt habe ich die App entsprechend installiert und jetzt öffnen wir die einfach mal und schauen mal, was der mag. Zulassen. Auf den Standort sage ich jetzt mal ablehnen, ich möchte das nicht. Zulassen, dass die Seek-App auf die Kamera, ja klar, das soll sie. Zulassen, Fotos, Medien und Dateien auf ihrem Gerät, ja, zulassen. Und zulassen, Audioaufnahme. Ja, das kann auch sinnvoll sein, weil dann kann ich wahrscheinlich was dazu sprechen. Thermal Zugriff auf USB-Gerät gewählt. Standardmäßig für dieses USB-Gerät verwenden. Okay. So, jetzt schieben wir mal das da ein bisschen auf die Seite. Und dann Standort nicht mehr anzeigen. Ablehnen. So. Und nun? Speicher, Datenverbrauch. Ja, ist okay. Ich würde jetzt gerne zur App. So, ich habe es nun rausgefunden. Und zwar, es ist wirklich so, dass wenn man der App den Zugriff für den Standort nicht gibt, dann startet die gar nicht. So, dann gebe ich ihr mal für den Standort. Und jetzt öffnen wir sie nochmal. Und dann öffnet sich die App. Also, naja, ihr wisst ja, wie das ist im Datenschutz und so weiter. Ich weiß nicht, ob die immer wissen muss, wo ich bin. Für ihre Funktion sicherlich nicht. Aber es ist nun mal so. Dann schauen wir mal daher. Das wäre die Galerie in dieser App. Dann hier. Ah, hoppla, kein Gerät gefunden. Da stecke ich jetzt nochmal ab. Dann stecke ich nochmal an. Ah, Moment, was sagt er jetzt? Drehen. Warum dreht der Bildschirm nicht? Jetzt ist er gerade auf dem Kopf. Naja, sagen wir mal okay. Ah, jetzt. Und zwar, da habe ich jetzt okay gesagt, dass er dieses Gerät als USB verwendet. So, dann gibt es da hier Anmelden, Seek Compact Pro gefunden. Ich sage jetzt mal, nein, danke oder später. Wir werden versuchen,
sie später noch einmal. Wir werden versuchen, sie es später noch einmal. Okay, nicht ganz gut Deutsch, aber ist da. Ah, und jetzt sieht man auch schon was. Jetzt gehe ich mal da drunter, seht ihr? Man sieht auch schon meinen Finger. Ha, man sieht auch den Ring. Der Ring ist kälter. Und man hört auch da drin, irgendwas tut sich da drin. Und man merkt auch, ja, ich. Ah, man sieht hier die Skala. Jetzt halte ich es einfach mal so. Man sieht hier seitlich eine Skala von 25 jetzt bis 19. Und da seht ihr noch meine Temperatur, wie die auf dem Holz nachwirkt. Das kühlt jetzt langsam aus. Jetzt komme ich mit dem Finger wieder hin. Jetzt rubbel ich mal hier, dann muss es ja warm werden. So, dann ist es warm. Und ihr seht da seitlich an der Skala die Temperatur. Und das funktioniert also ja schon mal recht gut. Das Holz an sich hat eine Temperatur 19, 20 Grad. Das dürfte der Raumtemperatur hier entsprechen. Und wenn ich meine Hand drunter mache, dann haben wir was? Ganz weiß, 33 Grad. Naja, würde der Arzt jetzt sagen, ich bin zu kalt. Schauen wir nochmal, Handinnenfläche. Wie viel haben wir da? 34 Grad, sagt er. Na okay, das ist schon mal sehr gut und interessant. Und jetzt schauen wir uns ein paar weitere Anwendungen an. Jetzt hier noch ein Anwendungsbeispiel der Sieg Thermokamera. Und zwar, ihr seht hier, ich habe hier an der Wand Flecken ausgebessert. Ja. Und jetzt gehe ich mal mit der Hand rein, seht ihr hier? Diesen Fleck da, ja, und der ist mit Molterfill, der ist ziemlich feucht jetzt, ja, weil es frisch aufgetragen ist und der muss zuerst mal austrocknen und bis der ausgetrocknet ist, ist es da kalt. Und deswegen habe ich an der Stelle jetzt aktuell 19 Grad und rundherum und wenn ich jetzt mal mit dem Finger hingreife und da ein bisschen reibe, so, seht ihr, rundherum ist es viel wärmer, ja. Und ja, man kann ungefähr sehen, ja, wo ist die Skala, da irgendwo 20 Grad werden wir da ungefähr haben. Und da sieht man das eigentlich ganz toll. Ich sehe auch mit der Thermokamera, wann denn irgendwie so ein Raum komplett getrocknet ist und wann ich dann drüber streichen kann. Beziehungsweise ich kann eigentlich schon ein bisschen früher drüber streichen. Aber ist schon mal ganz interessant, was man da noch alles sehen kann. Hier zeige ich euch auch noch ein Vergleichsbild. Man sieht im linken Bild die Testo 875-1i. Das Video dazu blende ich euch hier auch ein. Da habe ich schon mal einen Test gemacht von einer Wärmebildkamera. Und rechts im Vergleich dazu, wenn ich die Fußbodenheizung jetzt mit der Sieg Thermal Compact Pro mache. Und ich finde, das Ergebnis kann sich da auch sehen lassen. Dann zum Weiteren sieht man hier ein Fenster links von außen, wo man sieht, wo ist die höchste Temperatur am Fenster von außen. Im Winter muss man solche Aufnahmen machen, weil dann sieht man, wo die höchste Temperatur rauskommt und wo ihr quasi ein Isolationsproblem habt oder wo die Isolierung am schlechtesten ist. Muss jetzt nicht heißen, dass sie schlecht ist, aber da kann die meiste Wärme nach außen. Und rechts im Vergleich dazu ein Bild von innen, wo man sich genau die dunkelsten Punkte anschauen muss, wo kommt denn die Kälte am besten in den Raum rein. Und das ist da auch in dieser Ecke. Dann noch was ganz Einfaches, ich glaube, es ist recht leicht zu erkennen. Und zwar im linken Bereich ist ein Bügeleisen, 116 Grad hat das. Und im rechten Bereich ein Popcorn-Schüssel, die hat 57 Grad. Dann habe ich noch in so einer Dualansicht, da zeige ich euch später noch mehr dazu, einen Lötkolben gemacht oder die Temperatur gemessen. Und zwar, da sieht man 250 Grad, 250 Grad im linken Bild, das passt recht gut. Und dann im rechten Bild sieht man 300 und 274 auf der Sieg. Das heißt, es kann da schon mal zu Abweichungen kommen. Das werde ich euch später in einem Beispiel auch noch zeigen. Das kann mit den Einstellungen der Kamera zusammenhängen. Generell würde ich mich auf die absoluten Temperaturen nur so bedingt
verlassen, die können recht gut sein, können aber auch mal ein bisschen daneben liegen. Das wirklich Wichtige einer Thermokamera oder das gute Anwendungsbeispiel ist, dass man eben sieht, wo sind die heißesten Punkte, wo sind die kältesten Punkte, wie verläuft die Temperatur über einen bestimmten Gegenstand. Die absoluten Temperaturen sind für mich in der Regel nicht so wichtig. Mir ist wichtiger der Verlauf der Temperatur. Nun würde ich euch gerne noch was zeigen, was kann man noch alles mit der Thermobildkamera einstellen. Und zwar, was habe ich jetzt hier vor mir? Ich habe mir ein Glas Cola eingeschenkt und habe da Eiswürfel reingepackt. Jetzt sieht man im ersten Schritt mal, wenn ich da in dem oberen Bereich bin, er sagt plus 4 Grad, kann durchaus stimmen, weil, wenn wir uns erinnern, wenn wir Eis in eine Flüssigkeit geben, oder ich meine, Cola besteht im Wesentlichen aus Wasser, wenn wir das da reingeben, wird sich das Ganze irgendwo bei 0 Grad einpendeln, so lange, bis das Eis vollständig geschmolzen ist. Das heißt, es ist so ein permanenter Schwebezustand bei den 0 Grad und erst wenn das Eis vollständig geschmolzen ist, steigt es dann über 0 Grad. Wenn ihr euch da noch erinnern könnt aus dem Physikunterricht. Jetzt sehen wir, wenn wir hier mal oben rein gehen, ich sehe da jetzt, ja, in der Flüssigkeit selber bin ich bei minus 9, da werde ich jetzt, oder minus 8, da werde ich gerade einen Eiswürfel direkt anleuchten. Ja, das sehe ich auch, man sieht es da in dem Bereich. Das heißt, der Eiswürfel selber ist natürlich kälter, aber die Flüssigkeit, die ihn umgibt, ja, die wird nicht gefrieren, deswegen kann die eigentlich gar nicht Minus haben. Hier sieht man dann ungefähr eben, dass sich das auf Null ergibt, ja, da die Temperatur oder ein bisschen auf Plusgrade. Wenn man dann hier unten oder von außen nochmal schaut, dann sieht man das aus, wir sind da jetzt, okay, da sagt er minus 2, da wird jetzt durchs Glas wahrscheinlich der Eiswürfel durchstrahlen im Endeffekt, wenn ich ein bisschen runtergehe. Also der Eiswürfel schwimmt ja immer oben. Wenn ich ein bisschen runtergehe, seht ihr, gehe ich auf 2 Grad und ganz unten, da kommt jetzt die Außentemperatur dazu, die das Glas natürlich auch noch ein bisschen erwärmt und so in der Mitte komme ich dann auf 4 Grad. Und wenn ihr euch erinnert, bei 4 Grad ist Wasser, hat Wasser die geringste, oder sagen wir mal, ist Wasser am schwersten, deswegen sinkt ja auch im Winter bei einem See 4 Grad Wasser nach unten und das Eis, das ist leichter, das hat aber bei 0 Grad oder Minusgraden und das schwimmt oben, sonst könnten ja die Fische im Wasser gar nicht überleben. Das heißt, unten hat es ungefähr 4 Grad, also das passt ungefähr. Und jetzt erklärt zu diesem Objekt, würde ich euch gerne noch ein paar Einstellungen da zeigen. Ich wollte euch nur eben vorher ein bisschen zu dem Cola-Glas mit den Eiswürfeln erklären. So, jetzt kann ich euch hier zeigen, sieht man einmal bei dieser Ansicht quasi die Hälfte des Realbildes und die Hälfte des Cola-Glases. Was da jetzt halt dann interessant ist, ich kann halt nicht beides machen. Ja. Ich heb einmal auf das Cola-Glas, seht ihr die Thermokamera, die zeigt da diese 16 Grad oder diese 4 Grad jetzt. Und das Ganze liegt nicht im realen Bild, weil die Kamera vom Handy ist ja ein bisschen versetzt und die macht das andere Bild dazu. Umso weiter ich weggehe von dem Objekt, umso besser wird dieser Effekt natürlich und umso besser geht das. Dann schauen wir uns das nächste noch an, was es gibt. Das deaktivieren wir jetzt. Dann gibt es hier eben schon, was ich die ganze Zeit schon anhabe, diese Punktmessung. Bei dieser Punktmessung habe ich in der Mitte des Bildschirms meinen Messpunkt. Das heißt, immer wenn ich das Handy bewege und die Kamera, immer auf dem Mittelpunkt wird mir das angezeigt. Dann die nächste Einstellmöglichkeit ist quasi die Rampe oder dieses Dreieck. Und zwar, da legt die Kamera automatisch, zeigt es euch den kältesten und den heißesten Punkt. Ja, und jetzt, ich gehe mal da, jetzt ist meine Hand das heißeste. Seht ihr? Deswegen geht das auf mich da irgendwo. Das ist da jetzt unter dem Dings. So machen, dann sieht man es, seht ihr? Jetzt reibe ich mal hier auf dem Holz, dann wird das nämlich der heißeste Punkt. Und dann sieht man hier so im Vergleich, diese Einstellung zeigt euch eben im Bild, wo ist der heißeste Punkt und wo ist der kälteste Punkt.
Dann die nächste Einstellmöglichkeit, die wir haben, ist das da. Und zwar, da sehen wir jetzt gar keinen Punkt direkt. Da sehen wir nur links die Skala. Sieht man halt hier, ja, da sieht man die Skala. Das heißt, das Wärmste ist das Weiße, das sind die 29 Grad. Und das Dunkelste ist, oder das Dunkelste ist das Kälteste, und das sind die minus 10 Grad. Jetzt, wenn wir nochmal da drauf gehen, dann sieht man noch eine feiner unterteilte Skala hier seitlich. Das ist, denke ich, eine relativ gute Ansicht, weil dann kann man sich genau vorstellen, ja, welche Farbe entspricht denn ungefähr welcher Temperatur. Ihr seht aber, diese Skala ist dynamisch. Also wenn ich da jetzt hergehe und reibe hier, ja, dann geht die Skala im oberen Bereich, seht ihr, die geht fast auf 40 Grad und jetzt wandert sie wieder langsam runter, weil dieser Punkt abkühlt. Seht ihr, das heißt, was weiß vorher war bei 40 Grad, ist jetzt auf einmal nur noch 30 Grad. Das muss man einfach berücksichtigen, wenn man sich sowas anschaut. Dann haben wir da noch was. Da kann man jetzt sagen, man würde sich den Bereich eingrenzen und sagen, ich will eigentlich nur Temperaturen sehen zwischen 10 und 14 Grad. Ja. In den Farben, in der Farbskala, und da sieht man jetzt, alles was über 14 Grad ist, komplett weiß. Okay? Alles was unter 10 Grad ist, ist komplett schwarz. Deswegen bleibt jetzt nur der Rand des Glases, ja, der hier so zwischen 10 und 14 Grad ist. Das ist auch eine interessante Funktion. Jetzt streckt man das Ganze wieder auf den kompletten Bereich und dann sehen wir wieder das Bild, wie wir es vorher hatten. Genau, das ist diese Funktion. Dann können wir noch sagen, und zwar hier, da müssen wir jetzt schauen, wie kann man das einstellen. Da gibt es die, irgendwo kann man da dann eine Temperatur einstellen. Ah, da unten, seht ihr, man hat es nur nicht gesehen, seht ihr da? Da kann ich jetzt sagen, ich würde gerne alles sehen, was höher als minus 20 Grad ist. So, und jetzt kann ich da, ich tippe das jetzt hoch, seht ihr? Jetzt würde ich gerne alles sehen. Ups, ah, das dauert nur eine Weile. Ich würde gerne alles mit der Farbe sehen, was höher ist als 20 Grad. Jetzt schauen wir mal. Jetzt alles, was höher ist als 16, ist farbig. Alles, was höher ist als 10, farbig. Und jetzt gehe ich weiter runter. Jetzt werdet ihr sehen, jetzt wird das Glas immer farbiger. Und auch die Flüssigkeit innen drin. Weil irgendwann, naja, so gut finde ich die Funktion da jetzt nicht. Ich muss zugeben, die verwende ich auch eigentlich kaum. Aber da kann man sich das so anmachen. Jetzt gehe ich mal aufs Ist gleich. Das ist jetzt interessanter wiederum. Da wird genau das farbig gezeigt, was genau gerade 3 Grad hat. Jetzt gehen wir mal runter. Jetzt, wann, was hat 0, was hat minus 2, 3, 4? Da sieht man dann, jetzt kommen die Eiswürfel raus. Seht ihr es? Das ist jetzt das Kälteste. Da sieht man jetzt, das wären die Eiswürfel. Und wenn ich dann noch weiter runter gehe, dann findet er gar nichts mehr, dass diese Temperatur hat. Aber die Eiswürfel haben noch so minus 8. Das passt auch ungefähr, weil der Kühlschrank, das Gefrierfach ist, glaube ich, so auf minus 8. Und jetzt gehen wir hoch auf, dann wird ihr sehen, wandert es immer weiter nach außen vom Glas, weil außen wird das Glas ja wärmer. Und jetzt gehe ich mal auf Zimmertemperatur. Jetzt werdet ihr sehen, jetzt wird die ganze Fläche, wo das Glas draufsteht, sprich der Tisch, ist jetzt ziemlich warm gerade, wird dann farbig. Ja. Aber er sagt eben die Temperatur, die gleich ist. So, dann nächste Funktion, die Temperatur, die kleiner ist als 20 Grad. So, jetzt gehe ich da mal hoch. Alles, was kleiner ist als, ich habe mal 35 Grad, also es ist jetzt Sommer gerade, wo ich das Video drehe. Es ist extrem heiß hier bei uns gerade. Und hier sieht man, alles was kleiner ist als 39 Grad, wird doch farbig machen. Jetzt gehen wir mal runter. 30 Grad, ja, draußen hat es ein bisschen mehr, glaube ich, wie 30. Gehen wir mal auf 23. Seht ihr, jetzt wird schon eingekreist. Ja, und umso weiter ich runtergehe, sagt er eben, was ist kleiner als 16 Grad? Passt. Die Flüssigkeit im Glas. Was ist kleiner als 4 Grad? Auch noch die Flüssigkeit. Was ist kleiner als 0?
Jetzt werden wir wieder die Eiswürfel sehen von der Struktur. Genau, so, da sieht man es jetzt. Und jetzt langsam sagt er, es ist gar nichts mehr kleiner als... Schaut mal, jetzt ist es nur noch grau, weil es gibt nichts, was kleiner ist als 14 Grad. Okay, so. Dann schauen wir mal, was gibt es da jetzt noch? Nee, das waren jetzt alle Funktionen, die man hier sehen kann. Und wie man das einstellen kann, wie gesagt, ich nutze die eigentlich ganz gern, weil da kann ich drauf gehen und mir grob das anschauen, wie die Temperatur eben an einem bestimmten Punkt ist. So, nun schauen wir uns noch ein paar andere Sachen an. Und zwar, es gibt so Filterdarstellungen, würde ich es mal nennen. Ich verwende da immer das Spektral, da gibt es aber auch andere. Und zwar, ich kann sagen, Black ist das Wärmste und das Kälteste ist Weiß. Das ist in diesem Zustand Black. Wenn ich dann White nehme, dann ist das Kälteste Schwarz und das Wärmste Weiß. Dann schauen wir mal hier, was ich ganz interessant finde, ist dieses Prisma. Diese Darstellung, und zwar die, kommt mir so vor, als wie würde die immer, wenn der Gradient von der Temperatur relativ hoch ist, gibt es eine knallige Farbe oder eine satte Farbe. Weil ihr seht hier zum Beispiel außen bei den Eiswürfeln da, oder am Glas, wo das Glas ist noch ziemlich kalt und dann geht es in die Luft, dann wird es wärmer. Das finde ich schon ganz schön interessant. Oder zumindest auch schön von der Darstellung. Dann Cyan. Ich weiß nicht genau, was da ist. Also dunkel, da ist halt einfach die Farbskala, kommt mir vor, die geht von schwarz bis ins Weiße und da sind halt dann nur so Rottöne drüber zu violett. Dann Iron. Das ist, das könnte ein Indiz für die Anlassfarben sein. Also das kennt man, wenn man Stahl zum Glühen bringt, ja, dann gibt es so charakteristische Farben und die Skala sieht mir danach aus, als wie wären das diese Farben hier. Dann gibt es noch Amber. Das ist alles so Bernsteinfarben, habe ich das Gefühl. Ja, von ganz dunkel Bernstein bis gelb. Dann High. Das ist auch eine interessante Geschichte. Da zeigt er, wo ich euch das vorhin gezeigt habe, wo er den heißesten und den kältesten Punkt zeigt, zeigt er uns jetzt die gesamten Bereiche an, wo es am heißesten ist. Ja? Das heißt, man sieht es mit dem Gelb, Rot und Schwarz. Das heißt, das Allerheißeste ist quasi das Schwarze. Man sieht das oben 30 Grad, dann kommt Rot, Gelb und dann kommen die kühleren Punkte. Jetzt gibt es dasselbe noch mit Low. Und zwar da zeigt er uns das Low, wobei das passt jetzt mit der Theorie nicht, gell? Dass das Low ist nämlich da jetzt alles gelb, gell? Halt alles innen drin, jetzt sieht man die Skala unten, sorry. Und zwar die heißesten und die kältesten Punkte, so muss es sein, die sind farblich hervorgehoben. Und alles, was dazwischen ist, in so einem Wischiwaschi-Bereich dazwischen, ist schwarz oder grau. Das heißt, für uns, da können wir schön die extremen Flächen heraussehen. Im Vergleich zu vorhin war nur der einzelne Punkt. Bei dieser Anzeige, ich zeige euch das nochmal hier, seht ihr nur den einzelnen Punkt. Das heißt, wenn man das jetzt hier sieht, ich reibe hier nochmal, da macht er jetzt das Heißeste. Schaut mal. So, da ist jetzt 32 Grad und in der Dings drin, jetzt ist schon wieder abgekühlt, haben wir minus 10 und da sieht man farblich quasi die extremen Werte. So, genau, das mit High, das mit Low. Mit Low, da wollte ich euch das auch nochmal zeigen. Ja, bei Low sieht man wirklich, da ist das Tiefstemperaturste wirklich auch nur schwarz, wie man hier unten sieht in der Skala. Und das Höchste, scheint das Höchste hier auch schwarz zu sein, ja. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz. Aber halt eine Farbgebung. Je nachdem, was man rausarbeiten möchte, können diese Filter interessant für euch sein. Ich verwende am liebsten immer diese Spektralgeschichte. Und wie ich euch schon gesagt habe, ich nehme den inneren Punkt. Dann sehe ich nämlich genau, was für eine Temperatur hat es an dieser Stelle. Jetzt gibt es noch eine Geschichte und zwar die ist sehr interessant. Da müsst ihr aufpassen. Und zwar, man kann hier noch über die Einstellungen die, den Emissionsgrad und Hintergrund einstellen. Da habe ich jetzt auf Matt stehen.
Das entspricht diesem Emissionsgrad von 0,97. Das passt hier ganz gut. Ich zeige euch das jetzt nochmal. Ich gehe hier zurück. Wir gehen auf die Kamera. Und dann sieht man das hier, weil hier, ich sag mal da drin, die Eiswürfel, die haben die minus 8 Grad. Das kann ich so ungefähr wissen. Da ist das Eis Wasser, das hat so 0, minus 1 Grad. Ja, da weiß ich, das passt ungefähr. Jetzt schaut aber mal, was passiert, wenn ich den Emissionsgrad verändere. Dann ändert sich nämlich das total krass. Jetzt habe ich den glänzend. Und zwar, jetzt schauen wir uns das Bild nochmal an. Und da werdet ihr sehen, auf einmal habe ich da minus 40 Grad. So. Das heißt, ich oder wir wissen jetzt, ja Moment, das kann keine minus 40 Grad haben. Der Eiswürfel hat die minus 8. Da stimmt irgendwas nicht. Ja, oder hier außen am Glas minus 30 Grad. Wahnsinn. Oder die Tisch. Ja, beim Tisch zum Beispiel, jetzt passt es wieder, weil das ist Holz. Da wird dieser Emissionsgrad noch funktionieren. Aber hier bei diesem Glas, ja hier zum Beispiel, passt es auch wieder. Aber wenn ich dann hier in den unteren Bereich gehe, da bin ich komplett daneben mit den Temperaturen. Das heißt, man muss sich auch immer sehr gut Gedanken machen über den Emissionsgrad, weil wenn man den falsch einstellt, dann ist die ganze Messung für die Katz auf gut Deutsch, sagt man manchmal. Und das ist deswegen das Wichtige, dass ihr euch da auch so Gedanken drüber macht. Aber was ich euch gleich dazu sagen wollte, ihr werdet sehen, das Bild, egal welcher Emissionsgrad, das Bild von der Farbe hat sich nicht verändert. Das heißt, wir machen zwar beim falschen Emissionsgrad einen Fehler bezüglich der absoluten Temperatur. Das heißt, ich würde jetzt sagen, dieses Glas hat anstatt hier jetzt 10 Grad oder innen drin 0 Grad oder 1 Grad, hätte ich gesagt minus 40. Aber das Interessante ist, wenn man sich nur die Farben anschaut, ich finde in diesem Bild den wärmsten und den kältesten Punkt. Und mir ist jetzt persönlich jetzt auch, wenn mit diesem Emissionsgrad das auch nicht hundertprozentig passt, wenn ich da 2 oder 3 Grad daneben bin, dann wäre mir das persönlich auch egal, weil mir geht es ja gerade darum, rauszufinden, wo ist der heißeste Punkt, wo ist der kälteste Punkt, gerade im Haus, wenn man schaut, wo kondensiert die kalte Luft, wo lässt das Wasser ab im Endeffekt, dann interessiert euch eigentlich nicht ganz genau, wie die Temperatur an dem Punkt ist. Ist zwar schön zu wissen, aber im gesamten Raum, an einem Fensterrahmen, will man zum Beispiel wissen, wo ist denn am kältesten? Ja, deswegen würde ich hier auch die absoluten Temperaturen, auch wenn wir jetzt sehen, das wird recht gut passen, denke ich, bei diesem Glas hier mit den Eiswürfeln, muss man trotzdem sagen, würde ich mich persönlich nicht hundertprozentig auf die Temperaturangaben verlassen, aber für mich ist wichtig die Aussage, wo ist am kältesten, wo ist am wärmsten. Nun will ich euch noch was weiteres zeigen, was man hier an der Kamera einstellen kann. Und zwar, man kann ganz leicht an dem Objektiv drehen. Und wenn man da dann dreht, dann werdet ihr sehen, dann haben wir im Endeffekt so einen Fokus da. Ich drehe es jetzt mal voll in die eine Richtung. Hier, jetzt werdet ihr sehen, werden die Konturen nicht so klar. Geht es in den Bereich, da ist ein bisschen weich gezeichnet, eben weil es unscharf wird, seht ihr es? Und jetzt gehe ich zum Vergleich in den also jetzt bin ich im Anschlag, wenn ich mit der Linse nach vorne quasi gegen den Uhrzeigersinn drehe, wenn ich drauf schaue, und wenn ich jetzt mit dem Uhrzeigersinn drehe, wenn ich jetzt gegen den Uhrzeigersinn drehe, werdet ihr sehen, werden die Konturen wieder exakter und ich fokussiere da. Wenn ich da jetzt ein bisschen drüber drehe, dann tue ich ein bisschen überfokussieren. Jetzt mache ich noch ein bisschen zurück. Dann sieht man, wird es jetzt hier völlig klar. Also da habt ihr im Endeffekt noch eine manuelle Fokusmöglichkeit. Wie bei einer, würde ich mal sagen, bei einer normalen Kamera auch, wenn man den manuellen Fokus wählt. Das war es nun auch schon mit diesem Review zu der Sieg Wärmebildkamera. Ich hoffe, das Video war für euch interessant. Wenn das so war, gebt mir doch gerne einen Like oder abonniert vielleicht auch meinen Kanal. Ich bedanke mich für die Zeit von euch, fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein.